Für mich hat halt sozusagen der Begriff neue Musik an sich gar keinen Wert. Das ist halt irgendwie eine Beschreibung für eine Praxis, die in einer bestimmten Kultur zu einer bestimmten Zeit entstanden ist. Aber ich will einfach nur Musik machen. So wie man das dann nennt, ist egal. Themen, die in meine Musik einfließen, sind immer Themen, die mich auch selbst beschäftigen, sozusagen tagesaktuell. Und insofern ist das Komponieren auch immer für mich so ein bisschen so ein Vorwand, mich ein bisschen tiefer mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Zum Komponieren bin ich gekommen, glaube ich, wie die meisten anderen Leute auch. Also ich habe halt mein ganzes Leben lang irgendwie Musik gemacht. Aber was ich auf jeden Fall bei mir, was sich durchgezogen hat, auf jeden Fall war, dass ich immer irgendwas erzeugen wollte. Also, keine Ahnung, in der Grundschule habe ich irgendwie, wollte ich immer so kleine Maschinen erfinden oder bauen. Genau, oder vor allem Filme drehen eigentlich. Das war so mein großes Ding, so zwischen 10 und 15. Und habe dann bemerkt, dass eigentlich viel von meinem Impetus, Filme zu machen, damit zu tun hatte, dass ich schon von vornherein wusste, welche Musik ich verwenden will und wie ich die schneiden will, sodass sie zur Musik passen. Und dann von da aus war dann klar, dass ich das noch halt weiter verfolgen will. Er ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden. Aus seinen Gebärden spricht Verzauberung. Ich würde sagen, dass für mich jeder Kompositionsprozess damit so richtig anfängt, dass ich irgendetwas finde, was ich unbedingt hören will. Oder wovon ich unbedingt mehr will. Ja, und dann geht es eigentlich erstmal darum, dieses eigentlich so eine Art Utopie zu entwickeln. Also es Utopie im Sinne von, wenn ich jetzt im Himmel wäre, würde ich wollen, dass das die ganze Zeit klingt. Oder würde ich wollen, dass das ewig so weitergeht. Und von da an geht eigentlich das los, was alle Leute immer oder alle Komponisten immer als die harte Arbeit bezeichnet haben. Den Klang erstmal zu verstehen und dann in seine Bestandteile irgendwie zu zerlegen und zu gucken, wie kann ich das in eine Form bringen. Ich habe zwei verschiedene Arten von Schläuchen mitgebracht. Einmal eine Talkbox mit dazugehörigem Schlauch und dann solche sogenannten Flexrohre aus Plastik, die eine bestimmte Tonhöhe haben, die ich gestimmt habe. Und ich kann das mal vormachen. Und da hört man die Grundfrequenz von dem Rohr. Überlagert sich noch mit einer zweiten Frequenz von der Rotation. Und das Gleiche geht natürlich auch zweistimmig. Ich weiß nicht, ob ich genug Platz habe. Im Fall der Talkbox
kann zweistimmig gespielt werden, dadurch, dass die Flöte gleichzeitig spielt und quasi an derselben Stelle auch noch zusätzlich ein elektronischer Klang rauskommt. Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Das hier ist einfach ein Stück Plastik und das hier ist halt ein Apparat sozusagen. Aber man kann sagen, was die beiden gemeinsam haben, ist abgesehen vom Schlauch, die Tatsache, dass sie so eine Art Erweiterung darstellen. Erweiterung des Körpers, Erweiterung des Instrumentalkörpers. Man errät, an welche Stelle hiermit das große Fragezeichen gesetzt ist. Die Frage, die ich mir auch stelle, ist, und auf die ich natürlich noch keine Antwort habe, aber ist auch die Frage nach dem Gebrauchswert von Musik. Also, dass irgendwann wurde anscheinend beschlossen, dass jetzt Musik Kunst ist. Das ist also Kunst ohne Artikel. Also eine Kunst, okay, da können wir uns drauf einigen, aber muss Musik immer Kunst sein? Also ein Kunstwerk sein, wo jahrhundertelang und in fast allen Musikkulturen der Welt Musik immer Gebrauchsmusik auch war. Aber das ist eine Frage, die ich mir stelle, inwiefern der Begriff neue Musik mit großem N nicht vorgibt, schon eine Definition oder eine Antwort darauf vorwegzunehmen. Thank you.